Hallo alle miteinander. Gibt es ein Alkoholverbot in der Türkei? Wenn ja, wie gilt das? Wie lange gilt das? Steht die Prohibition vor der Tür? All das und noch viel mehr erörtern wir in diesem Video. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ihr fragt es immer wieder und wieso sagst du die schönste Diktatur der Welt? Ich erkläre es jetzt zum hunderttausendsten Mal nochmal, weil mir immer gesagt wurde, als ich von Freunden, Verwandten, Familie, als ich in die Türkei gehen wollte, was willst du da? Ist eine scheiß Diktatur. Und daraufhin habe ich immer gesagt, okay, von mir aus deine Meinung, aber wenn, dann die schönste. Das ist der Grund für mein Intro. So. Hätten wir das jetzt auch schon mal geklärt, dass sich das mehr und mehr ja, von der Ironie ins Gegenteil umkehren könnte? Naja, gut. Wer hätte das kommen sehen können? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute den letzten Tag, bevor der Lockdown ist. Also, ich sagte es ja schon, der Lockdown wird jetzt durchgezogen. Und ja, es wurde dann halt entschieden, last minute, dass es auch verboten sein wird, Alkohol zu verkaufen. Das heißt, heute ist der letzte Tag, an dem ihr Alkohol für die nächsten 17, 18 Tage käuflich erwerben könnt. Ich weiß, jetzt wird in den Kommentaren wieder drunter stehen, was ist mit den Hotels, was ist mit den Hotels, wir wollen doch am Strand unser Effes trinken und hin und her und dies und das. Ich kann euch das nicht genau beantworten. Der Verkauf ist untersagt. Verkauf ist nicht Ausschank. Ob die Hotels davon betroffen sein werden, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ihr seid da näher am Zahn der Zeit. Ich bin nicht oft im Hotel. Und deswegen haut es mir einfach mal in die Kommentare an die Leute, die jetzt gerade aktuell hier in der Türkei sind. Wie ist das gerade bei euch? Also ihr könnt es ja heute noch nicht machen. Ihr könnt es ja frühestens ab morgen machen. Sagt mir das halt einfach mal, haltet mich mal auf dem Laufenden. Kommunikation ist ja auch der Sinn dieses Kanals. Wie wird das begründet? Also entweder ist die Regierung auf die Idee gekommen, dass eine erhöhte Ansteckungsgefahr durch Alkohol besteht. Glaube ich persönlich nicht. Offiziell wird natürlich begründet, wegen Ramadan, wenn nichts mehr geht, wird die Islamkeule rausgenommen, wegen Ramadan und so weiter und so fort. Und da Alkohol haram ist. Okay, tamam. Soweit, so gut. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt da rummeckern und wie gesagt, man kann es sowieso keinem recht machen. Als ich mit dem Kanal angefangen habe, vor anderthalb, knapp 2 Jahren, da wurde ich dafür kritisiert, dass ich immer gesagt habe, oh nee, ist doch schön hier, ist doch das, es gibt hier nicht viele negative Sachen und jetzt kommen halt mal das ein oder andere Negative hintereinander, unglücklicherweise. Dafür werde ich dann wahrscheinlich auch wieder kritisiert werden, weil ich das dann wieder zu kritisch sehe. Also wie gesagt, wie man es macht, man macht es falsch. Kein Problem, kann ich natürlich mit leben. Ja, was soll man dazu sagen? Richtig, im Ramadan. Okay, tamam. Dann stelle ich mir die Frage, also im Internet wurde das ja sowieso schon getitelt, ja, kommen jetzt Zigaretten auch dran? Ist keine unbegründete Frage, weil wenn man dann wegen Haram argumentiert, Ramadan, hey, richtig, brauchen wir nicht drüber reden. Was ist denn mit Zigaretten? Ist eine berechtigte Frage. Aber da wird es komischerweise nicht gemacht. Dasselbe gilt für Ida. Ne? Chance und so. Glücksspiel ist auch Haram. Ne? Also, wie gesagt, da gilt es auch nicht. Gilt dann nur bei Zigaretten. Und das bringt dann natürlich einige Gedanken mit sich. Gilt nur bei Alkohol. Entschuldigung, streiche Zigarettensätze, Alkohol. Das bringt natürlich einige Gedanken mit sich. Weil der eine oder andere wird jetzt sagen: Ja, was brauchst du Alkohol im Ramadan? Nein, es geht nicht per se um mich. Ich trinke sowieso kein Alkohol, erst recht nicht im Ramadan. Ja, also, wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht auch um die Außenwirkung. Also, wie die Türkei nach außen hin gesehen wird. Das ist natürlich, das vergessen die Leute. Also, wie gesagt, man muss das, stellt euch das mal so vor. Ihr raucht jetzt nicht, ihr trinkt jetzt nicht. Okay. Aber ihr trinkt Kaffee.
wenn es bei euch Kaffeeverbot wäre. Wird nicht mehr verkauft. Fändet ihr es gut? Nein. Letzten Endes sollte jeder selber die Entscheidungsfähigkeit haben oder zugesprochen bekommen, selber zu entscheiden, was für ihn richtig oder was für ihn falsch ist. Ungeachtet der Religion, weil diese Sachen, ich weiß, es wird auch wieder in den Kommentaren dann stehen, gilt das auch für Christen, Juden, Buddhisten oder sonst was, ausnahmslos. Also da wird kein Unterschied gemacht. Also die Begründung Ramadan für Muslime, okay, das könnte ich gerade noch so nachvollziehen. Aber das für alle, okay. Wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Die Außenwirkung ist natürlich entsprechend. Entsprechend wird dann natürlich von der Diktatur oder von dem Kalifat getitelt. Beispielsweise, wenn man einfach mal gewisse Suchbegriffe unter Google eingibt. Alkoholverbot in der Türkei, Corona oder Scharia. Türkei im Lockdown, Erdogan wegen Alkoholverbot und so weiter und so fort. Erdogan legt die Türkei trocken, bla 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 bla. Immer der gleiche Tenor. Die säkulare Türkei ist geschockt, die Regierung verbietet den Verkauf. Wenn ich das nur Market oder Banker 3 Wochen, dieser Market Lockdown andauern wird, der morgen beginnt und so weiter und so fort. Wegen der 7-Tage-Inzidenz von über 800. Wie gesagt, Bayram, klar, über die Bayram-Tage und den Ramadan in Ordnung. Tackle-Shops sollten erst beim Gespräch sollten das erst bekommen. Das sind kleine Shops. Ich erkläre euch das mal. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Market oder ein Backerl oder was aufmachen würde, also so ein Kiosk, wie man in Deutschland sagen würde, und ich nenne den Dennis-Shop als Beispiel. Ja, steht dann Dennis-Shop, ein blaues Schild mit meinem Namen halt drinne, ein blaues Schild. Die Türken kennen das. Vielleicht habt ihr schon mal alle gesehen. Dann ist das ein Laden, der keinen Alkohol verkauft, okay? Alkohol muss man eine besondere Konzession haben, die kostet natürlich. So, und nicht jeder kann sich und möchte das leisten. Viele machen das auch aus religiösen Gründen, was in Ordnung ist, klar. Eben aus der Thematik, die ich vorher schon mal besprochen hatte. Wenn ich dann beispielsweise Alkohol verkaufen möchte, zur Stadt gegangen bin, mir die Genehmigung geholt habe, dafür Geld bezahlt habe, dann wäre es Dennis Shop, ein gelb-goldenes Schild und dann der Name drin. Also, das erkennt man schon von außen. Wenn es ein blaues Schild ist, gibt es kein Alkohol. Wenn es ein gelb-goldenes Schild ist, gibt es da halt Alkohol. Okay? Und die heißen Tackle Shops, weil das Alkohol ausschenkende oder verkaufende kleine Markets halt sind. Okay, nur mal so zur Erklärung. Ja, da gibt es noch etwas, was ich euch auch noch beichten muss. Ihr kennt bestimmt die Videos im Internet, wenn irgendwo ein Loch ist. Und jemand läuft rückwärts. Kennt ihr das? Man filmt jemanden und sagt, geh noch ein bisschen, geh noch ein bisschen, geh noch ein bisschen. Da kommt ein Loch und der fällt rein. Und dann denkt man sich, wie doof kann denn der sein? Okay? Ich zeig euch was. Der Pool wurde komplett neu verfugt, nagelneue Leiter für knapp 300 Euro. Hier ist das besagte Loch, der Pumpenraum, die wunderschöne rostige Leiter, auf die ich mit dem Rücken gefallen bin. Also ich bin rückwärts mit dem Kerscher gelaufen, habe den ägyptischen Sand weggekerschert, rückwärts, rückwärts, rückwärts und dann hat es plumps gemacht. Ja, das ist das Ergebnis letzten Endes. Naja. Ja, wie gesagt, ich bin vor solchen Sachen auch scheinbar nicht gefeit. Ja, Schadenfreude, ich weiß, dem einen oder anderen wird jetzt einer abgehen dabei. Kein Problem. Das geht sich schon aus. Wie gesagt, ihr könnt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare reinhauen. Übrigens nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank an die neuen Abonnenten, die es ermöglicht haben, dass wir die 15K, die 15.000 Abonnentenmarke geknackt haben. Wir haben die schon vor einigen Tagen geknackt. Ich habe es natürlich mit Freude zur Kenntnis genommen, habe es aber in dem Video vergessen, ehrlich gesagt, zu erwähnen. Nochmal ein riesen Dankeschön von mir an der Stelle. Wie gesagt, unterstützt den Kanal mit einem Daumen, mit einem Abo, mit einem Like und die Glocke. Ihr kennt das alles. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu diesen ganzen Thematiken einfach mal wiedergeben. Das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Wie seht ihr das? Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr fragwürdig in Bezug auf die Außendarstellung, weil beispielsweise, wenn ich mir die Tasse hier angucke, okay, das ist jetzt nicht repräsentativ irgendwas. Die sprechen von der Militärdiktatur, wie sie früher war und dass es da nicht große Unterschiede zu heute gibt. Das ist deren Meinung. Die Opposition hat zwei Vermutungen.
Also die Opposition ist immer gegen die aktuelle Regierung. Das ist der Sinn und Zweck einer Opposition. Die kritisiert und muss immer alles kritisieren. Deswegen ist es ja die Opposition. Das ist in keinem Land der Welt anders übrigens. Zwei Vermutungen. Ich weiß jetzt nicht, die Opposition wurde jetzt hier nur so genannt. Ob es die MEP, ob es die JEP, ob es die E-Party oder HDP oder wer auch immer ist. Das sind alles Oppositionen letzten Endes. Erdogan möchte die Möglichkeit schaffen, endlos Präsident zu bleiben. Und er möchte einen islamischen Staat, die Türkei in einen islamischen Staat verwandeln. Das behauptet die Opposition. Klar, dass sie dann so radikal da argumentiert, logischerweise. Alkohol bzw. Rakı hat in der Türkei, genau wie Kölsch in Köln, eine besondere und lange Tradition. Ob es die Schwarzbrennereien waren und. Das hat auf jeden Fall eine lange Tradition. Das mit dem Fastenmonat zu begründen, ist fadenscheinig, weil nehmen wir mal an, dass wir alles gerechtfertigt, dann macht das andere keinen Sinn. Ganz einfache Geschichte. Und das damit zu begründen, ist nicht schlüssig. Ganz einfache Geschichte. Da geht es nicht mal um den Konsum von Alkohol per se. Juti, was soll das, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Wie gesagt, haut mir eure Sachen in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank an die ganzen Abonnenten, die 15.000 ermöglicht haben. Bleibt mir gewogen und bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.